Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Nachdem wir schon so einige Ostertorten gezaubert haben, sollten wir nicht vergessen, auch noch etwas Traditionelles zu Ostern zu backen. Es gibt heute einen Osterkranz mit Mandeln und Marzipan. Wir bereiten einen Hefeteig zu, füllen diesen mit Marzipan und Mandeln und formen daraus einen Kranz. Wir legen auch gleich los. Als erstes geben wir die trockenen Zutaten in die Schüssel. Wir brauchen 500 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, 7 Gramm Trockenhefe und eine Prise Salz. Und das verrühren wir jetzt miteinander. Nun geben wir noch die flüssigen Zutaten dazu. Ein Ei, 80 Gramm flüssige Butter und 250 Milliliter warme Milch. Dann nehmen wir unseren Knethaken und verkneten alles zu einem glatten Teig. Das dauert etwa 7 Minuten. Wie ihr seht, klebt der Teig nicht mehr, das heißt, er ist fertig. So, über die Schüssel legen wir jetzt ein Tuch und stellen diese für 60 Minuten an einen warmen Ort. Bei mir ist es wieder der Backofen. Den habe ich auf 30 Grad vorgeheizt. Die Gehzeit ist fast vorbei, sodass wir jetzt noch schnell die Füllung zubereiten. Wir verkneten 200 Gramm Marzipanromasse mit 50 Gramm Puderzucker. Das Marzipan zupfe ich mir in kleine Stücke. Das klebt, es klebt, es klebt. Dann gebe ich die Hälfte des Puderzuckers rauf und verknete das Ganze. Die Füllung stellen wir erst einmal beiseite. Dann bemehlen wir unsere Arbeitsfläche. Und dann holen wir den Hefeteig raus. Ups, da ist er. Und diesen kneten wir jetzt noch einmal kurz durch. Nun teilen wir den Teig einmal längs. Ja, und dann rollen wir die erste Hälfte so auf 50, 60 mal 20 cm aus. Dann nehmen wir uns ein Backpapier und rollen das Marzipan da drin aus. Unser ausgerolltes Marzipan legen wir auf den Hefeteig. Sieht gut aus. Und dann rollen wir den Hefeteig längs auf.
Und das Ganze wiederholen wir noch einmal für unseren zweiten Stang. Moment, ein bisschen Platz schaffen. Als nächstes verzwirbeln wir die beiden Stränge. Damit sich unser Osterkranz nicht unkontrolliert ausbreitet, legen wir noch einen Tortenring drum. So, ein bisschen Luft lassen wir trotzdem, denn er muss ja noch eine halbe Stunde gehen und ein bisschen Platz soll er ja auch haben. So, das heißt, wir legen jetzt ein Tuch drüber und warten jetzt 30 Minuten. Eine halbe Stunde ist um und wir heizen den Ofen vor. Und dann ist unser Osterzopf dran. Ne? Der wird jetzt bestrichen. Dafür brauchen wir ein Eigelb und einen Esslöffel Milch. Das verquirlen wir jetzt miteinander oder verrühren wir miteinander. Ich hoffe, dass das reicht. Wenn nicht, müssen wir noch eins anrühren. Es hat gereicht und nun streuen wir noch gehobelte Mandeln oben drauf. Damit unser Osterkranz nicht noch weiter auseinander geht, lege ich den Backrahmen, den ich eingefettet mit Mehl bestäubt habe, wieder außen rum. Ein bisschen festziehen und dann wird er etwa 30 bis 40 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze gebacken. Unser Osterkranz ist fertig. Er ist wirklich gewaltig geworden. Aber jetzt schauen wir einfach mal, wie er von innen aussieht. So sieht unser Osterkranz von innen aus. Wir haben einen lockeren Hefeteig und ganz viel Marzipan und obendrauf die Mandeln. Das Rezept für diesen gigantischen Osterkranz findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!